Ja, hi. Wir haben wieder eine neue Woche und die Woche haben wir das Thema, kann man Testosteron absetzen? Die Antwort ist ja, man kann Testosteron absetzen. Das einzige Problem, das ich persönlich erfahren habe, also nicht an mir, sondern ich kenne jemanden, der hat es abgesetzt nach einiger Zeit und ja. Und zwar, sobald du in Stimmbruch gekommen bist, die Stimme wird nicht mehr heller. Also jedenfalls war das bei dieser Person so. Und auch, hat schon der Haarwuchs im Gesicht angesetzt gehabt. Und auch das ist nicht mehr weggegangen. Es ist zwar weniger geworden, also nicht mehr von den Haaren her, sondern einfach der Wachstumsschub ist einfach weniger geworden. Aber der Wachstum ist immer noch da. Also, das ist genauso wie wenn man die Mastektomie gemacht hat und man setzt alles ab und möchte auf einmal wieder Brüste haben. Ja, das ist halt einfach das Problem, dass das einfach nicht eine Sache ist, die man einfach so zack rückgängig machen kann. Und genauso ist es mit dem Testosteron. Der Körper hat sich daran gewöhnt. Der Körper hat sich irgendwie darauf eingestellt. Klar, man produziert, Östrogen wird danach auch wieder produziert, aber so manche Sachen können einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden. Zum Beispiel zu 80% werden Geheimratsecken bleiben, wenn welche da waren oder hier oben eine Platte da war. Bartwuchs bleibt, der Stimmbruch bleibt. Das Problem ist einfach, dass wenn das Testosteron schon im Kreislauf ist und auch jahrelang oder auch ein Jahr lang vielleicht im Körper war, hat sich der Körper so weit umfunktioniert, dass er einfach, muss ehrlich sein, unserem Körper wird einfach vorgegaukelt, dass er in der männlichen Pubertät ist. Und wenn ich es absetze, kann ich nicht erwarten, dass mein Körper sich gleich wieder dementsprechend umwandelt und sagt, hey, okay, jetzt kann ich das einstellen, kann das einstellen und die Haare im Gesicht fallen wieder aus. Ich denke nicht, dass es so ist. Also derjenige, der das mir erzählt hat, hat auch gemeint, auch nach 2 Jahren immer noch Bartwuchs da, muss wirklich wachst die sich oder rasiert die sich, je nachdem und das ist dann einfach eine problematische Sache. Deswegen finde ich es gut, wenn Ärzte nicht zu überschnell handeln und wirklich die Thematik durchgehen, weil damit solche Fälle nicht vorkommen können. Und auch, dass die Leute sich wirklich zu 100% sicher sind, dass sie diesen Weg gehen wollen und nicht plötzlich von irgendwas anderem sich ablenken lassen oder von jemandem anderen sagen lassen, wo ihr Wegladung führt. Deswegen finde ich es gut, dass die meisten Therapeuten wirklich 2 bis 3 Jahre sich die Sache anschauen und dann auch wirklich sagen, okay, du willst es, du bist so weit und du wirst dich da auch nicht mehr anders entscheiden. Klar kann man sich wegen irgendwas immer noch anders entscheiden, aber das trifft so 90% nicht zu. Klar, es gibt den einen oder anderen, der mitten im Weg sagt, Scheiße, war nicht mein Weg. Ich bin immer noch nicht glücklich. Was jetzt zum Beispiel auf mich null zutrifft. Ich bin mega glücklich. Und bin auch nicht so, dass ich sage, okay, ich will jetzt wieder anders rumgehen. Möchte ich nicht. Das kam mir auch irgendwie nicht mehr in den Sinn jetzt, seit ich Testosteron nehme und deswegen ist das eine Sache, die kommt für mich nicht in Frage. Wie gesagt, ich kenne jemand anderes und da, wo es so war. Und es war halt dann problematisch. Jetzt kriegt derjenige halt Östrogen noch extra dazu, dass der Haushalt einfach wieder stimmt. Und bis das dann soweit ist und dass Testosteron wieder auf dem Normalwert ist, wie es bei einer biologischen Frau ist, dauert halt ein Weilchen. Ja, deswegen überlegt euch gut, ob ihr das wirklich wollt, weil so schnell kriegt ihr das Testosteron nicht mehr weg aus dem Körper. Also zweimal überlegen, bevor ich anfange,
Ja, das ist also meine Meinung. Wie gesagt, ich habe es mit jemandem mitbekommen, ich habe die Geschichte dazu gehört und ich habe auch gesagt, das ist echt eine scheiß Situation, weil du, sie hat auch gemeint, sie weiß nicht, wo sie hingehört, ob sie zu A oder B gehört, weil irgendwo ist sie jetzt dazwischen und weiß einfach nicht mehr, weil als biologische Frau fühlt sie sich nicht wohl, weil einfach noch der Bartwuchs und so weiter da ist, der Stimmbruch. Und als biologischer Mann fühlt sie sich auch nicht. Also es ist einfach scheiße. Und glücklich ist sie jetzt auch nicht deswegen. Und es tut mir halt einfach voll leid. Ja, das war jetzt eigentlich das, was ich jetzt dazu sagen kann. Ich denke, die Jungs haben da noch andere Geschichten zu erzählen. Und das war es jetzt eigentlich von mir. Ja. Lasst euch nicht verunsichern, haut rein und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis denn.